So Leute, ich will euch hier mal kurz nur mal was im Game Mode zeigen. Ich habe was ziemlich Großes gefunden. Und zwar, ich habe jetzt schon mal fünf dieser Bären hier in einen einzelnen Cave. Ah, hier sind sogar noch mehr. Gut, da unten sind auch schon wieder mehr. Also, das Ding, das ist riesig. Also, ich weiß gar nicht, ob die Karte hier was anzeigen kann. Ja. Gut, hier geht's nicht weiter. Ich suche eigentlich bloß nach Ember und ich bin jetzt hier in meiner Wüste, wo ich hier an Zeit war, in einem Cave, bin mal ein Stück weitergegangen und dann finde ich das hier. Also dachte, das Ding ist riesig. Ist, glaube ich, mit der größte, den ich gesehen habe. Also ist nicht ein Cave. Ich meine, klar, ist verbunden, also ist es ein Cave. Aber ich denke mal, hier wurden mehrere direkt nebeneinander gespawnt. Hier geht's weiter. Zack, zack. Da ist ein Slime. Vorhin hat mich auch einer angegriffen. Bin ja von hier drüben, bin ich ja gerade. Ne, von hier nicht. Warte mal, ich war irgendwo hier zwischendurch. Jetzt finde ich den Ausgang nicht mehr. Ich glaube, ich bin von. Wo sind meine Cobblestones? Hier. Hier bin ich gerade her, dann bin ich hier. Muss ich von. Wo bin ich denn jetzt ganz bescheuert? Hier. Hier war ich. Hier habe ich gegen den scheiß Slime gekämpft. Das heißt, mein Eingang ist. Ich glaube, ich finde meinen eigenen Eingang. Oder Ausgang, besser gesagt, nicht mehr. Na gut. Nee, von hier bin ich, glaube ich, gar nicht gekommen. Nee, hier bin ich gar nicht. Nee, ich bin ja da irgendwo runtergesprungen von weiter oben. Mich dann einfach töten lassen. Waren wir dann auch. Ja. Braucht doch bloß gucken, wo ist denn mein Todespunkt? Ja. Ja, und hier bin ich von irgendwo reingekommen. Hier kann es nicht gewesen sein. Da ist nichts. Das war's, glaube ich, aber auch nicht. Ich brauch da bloß nochmal meinen zweiten Todespunkt hier nachgucken. Ups, jetzt bin ich hier in der Wand. So. Hier irgendwo, da bin ich ein Stück weiter runtergegangen. Aber dann bin ich hier. Bin hier runtergesprungen, genau. Hier oben sieht so unscheinbar aus. Gut. Dann habe ich hier die Bären gefunden und bin hier ein Stück weitergelaufen und jetzt haben wir's. Also das Ding ist riesig. Habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, wir werden dann erstmal ein paar Essensberries farmen. Die nehme ich natürlich alle mit, die Dinger lasse ich nicht liegen. Aber ich bin eigentlich auf der Suche nach Ember. Aber das scheint irgendwie wenig zu geben, denn ich will ja mein Handel wieder betreiben. Mit diesem Typen, denn ich habe jetzt zwei Enderperlen, ich habe aber immer noch keine Dinger, um die Spawner herzustellen. Ich meine, ich habe einen Spawner. Aber ich bin am Überlegen, ich glaube, den kann ich nicht so umrüsten, dass die keinen Schaden kriegen. Doch. Ich werde jetzt einfach gleich den Cave mal hier mitnehmen. Und dann werde ich mal gucken, was ich da noch machen kann. Also, bis gleich. So, Leute, weiter jetzt auch schon. Wir haben mal hier, oder ich habe mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar Grout. Das nehmen wir und. 100 hier erstmal eine Schmelze. Halt, hier ist die Schmelze. Jetzt sogar noch Strom. Aber ich hole hier von hier oben erstmal das Ding. Dann werden wir gleich den Spawner erstmal auseinander. Also, was heißt auseinander? Wir tauschen kurz einen Teil aus und eins ergänzen wir dann noch schnell. Das soll jetzt nicht so das Problem sein. Ach ja, ein Teil muss ich noch bauen. Okay. Ne, den brauchen wir aber ausnahmsweise mal nicht. Wir brauchen also. Okay, das Ding, das Ding, das Ding.
Was war das nochmal? Gut, das war schon mal richtig. In Eisen. Haben wir hier drüben, aber ich gebe jetzt erstmal hier das schöne Ding hier hin. Sollte gleich wieder Output nach da geben. Nach rechts war auch, aber das Ding nimmt ja keine Power. Dadurch sollte der jetzt hier wieder, genau, der hat Power. Den davon und einen von diesen. Ja. Ich hoffe mal, die kann man da auch nehmen. Das so. Das so. Das so ist ein Föhn? Nee. Ventilator nennen wir es mal. Da kommt ein Redstone-Signal, denn das braucht er. Oh, ich gerade hingeklickt, egal. Denn das braucht er, um anzusehen. Den Wassereimer habe ich schon. Ansonsten werde ich gleich mal hier warten, bis das Ding soweit fertig ist. Wir brauchen eins hier Tank, da muss Lava rein. Das ist aber zum Glück auch ein Tank, den kann man mit sich mitschleppen. Da ist der Controller, den brauchen wir. Ach so, das war ja der falsche. Das ist ein Controller, den brauchen wir auch. Den will ich aber erst danach machen. Dann kann ich jetzt nämlich unterwegs kurz die Lava auftanken. So, haben wir jetzt hier Tank. Aber gleich mal ein Buch wieder dazu bekommen. Na, ich habe ja eindeutig zu wenig Platz. Aber das wird sich ja bald ändern, wenn wir dann das Lagersystem anfangen. Diamanten habe ich zum Glück auch da drin haufenweise gefunden. Und auch noch in der Hölle, wo ich mein Wither-Skelett, ich habe es euch noch gar nicht gesagt, ein Wither-Skelett habe ich geholt, eine Blaze habe ich mir geholt. Ansonsten hier den Villager, den habe ich aus der Single-Use hier reingeholt. Aber wie gesagt, ich habe für die noch keinen Spawner. Ich will. Wie gesagt, ich muss gucken, ob ich für alle den gleichen verwenden kann. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Wenn, muss ich natürlich umstrukturieren, das ist natürlich klar. Aber ich will auf jeden Fall für den Wither. Für den Wither. Fürs Wither-Skelett will ich auf jeden Fall ein Extra, weil. Das kann ich nicht, dass der runterfällt und tot ist. Nein. Wir wollen ja unsere Power gut nutzen, weil da braucht man eine exakte Kopie und da möchten wir möglichst viele Köpfe rausbekommen. Also werden wir da uns noch was einfallen lassen, wie wir das machen. Oder ich werde mir da was einfallen lassen. Je nachdem, was schneller ist, ob ich eher den Part aufnehme oder ihr mehr schreibt. Ich denke mal eher, dass ich eher den Part aufnehme. Und da ich hier gerade keinen Eimer finde beim Durchgucken, kümmert es mich nicht. Oh. Der will mir doch nicht verklickern. Du hast das ganze Grout schon durch. Doch, hat er. Machen wir nochmal Neues. Ich muss da gleich hier kurz nochmal ein bisschen holen. Nachdem ich das da erstmal eingeschmolzen habe. Das hat erstmal Priorität, bevor den ganzen Gebimsel hier. Also. Die kurz weg. Ich habe hier doch auch noch irgendwo. War das hier? Ne, das war Salz. Hier war es, glaube ich, da die zwischendurch. Genau. Müsste da irgendwo, hatte ich da noch was. Machen wir nochmal so ein Ding. Dann kommt da gleich nochmal Grout raus. Das hauen wir natürlich auch nochmal durch. Der Rest kann sie erstmal hinten anstellen. Also es dürfte ja, ich dürfte eigentlich die Version schon oben haben, wo ich variable Dinger herstellen kann. Das heißt, ich kann auch ein 1x1 Schmelze herstellen, wenn ich richtig informiert bin. Dazu brauche ich ja bloß den Boden. Zwei Seiten haben wir schon, das heißt, ich brauche noch zwei andere Seiten. Das heißt, das Grout müsste reichen, was ich hier zusammenschmelze. Müsste. So, wir gehen dann mal hier rüber und bereiten diese Falle schon mal vor. Also, es ist ja jetzt so, dass die Wither-Skelette da runterfallen. Oder die Wither. Nee, Wither nicht. Die Endermans. Das ist soweit gut. Die sollen ja da auch sterben. Aber der Rest jetzt nicht. Gehen wir hier drüben hin, da haben wir ein bisschen mehr Platz. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal.
Wie hatte ich das geplant? Ach ja. So, stopp. Jetzt habe ich wieder was vergessen da drüben. Hatte ich davon. Nee, das war am anderen, wo ich hiervon schon mal welche hergestellt hatte. Jetzt gehe ich hier mein Lagersystem. Bei Holz und bei Steinsachen gehe ich hier unten immer nachfragen. Also 6 Stück. Er zeigt zwar hier bloß 127 und 64 an, aber wir haben weitaus mehr, wenn wir uns die Bärbel angucken. Was will ich denn hier? Hier, wie man sieht, aber beim Scan erkennt er jedes Mal neu. Wieso das Ding noch läuft? Weil ich das noch laufen lassen will. Deswegen. Ansonsten könnte ich natürlich einstellen, wenn die hier voll sind, hör auf. Aber ich habe gesagt, du sollst weiterlaufen, damit ich Äpfel habe. Falls wir daraus auch noch irgendwas machen. Also ich bestimme, ob das Ding läuft oder nicht. Noch. Eventuell kommt da bald eine Logik rein. Jetzt kommen diese Dinger. Schilder brauchen wir. Obwohl, ich hätte auch eine Druckplatte bauen können. Ach, egal. Bisschen Stein mitnehmen. Damit wir noch ein bisschen was bauen können. Dann du kommst. Du bist gecraftet. Oh, haben wir sogar 4 Dinger. Also ist das schon mal zu viel. Also zu viel gibt es eigentlich nicht. Aber das stört uns ja nicht. Lieber zu viel als zu wenig. Das heißt, hier kommt unser Schild schon mal hin. Da schreiben wir auch eine Strophe. Hier kommt unser Wasser hin. Die Fallen. Der Föhn. Der Föhn. Das Ding. Ja gut, ist jetzt schräg, weil ich das Ding schräg da platziert habe. Wasser nochmal weg. Das kann durch Blöcke durchdrücken. Also hier ist ja die Wand. Dann kommt das Ding hier. Jetzt müsste der eigentlich gerade sein. Jawohl. Und hier, ich will nur mal zeigen, hat auch ordentlich einen Radius. Also wenn ich jetzt hier stehe im Wasser, werde ich rausgedrückt. Und zwar will ich hierhin gedrückt werden. Das ist natürlich blöd, weil wir jetzt hier einen größeren Radius haben, wo wir gedrückt werden. Das heißt, ich werde das Ding erstmal ausstellen. Ausstellen. Und hier kommt dann die Schmelze hin. Also die sollen hier reinfallen. Das Ding da. Das Ding da. Dann soll hier, ist nicht der Controller hin. Hier kommt das hier Tank gleich hin, aber jetzt noch nicht. Und hier auf der anderen Seite kommt das Ding hin. Und wie gesagt, hier kommt der hier Tank gleich hin. Nur den will ich erstmal mitnehmen auf Lava. Auffülltour. So. Du bist schon mal voll. Den kann man auch so brechen. Der behält sein Inventar. Wo ist da? Da ist Home. Gleich gefunden auf Anhieb. Obwohl, ich weiß gar nicht. Aber doch, ich brauche, da brauche ich Lava. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt. Wieso teleportiere ich mich nicht gleich zu meinem Todespunkt, den ich da hatte? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Lava braucht. Hauptsache, wir haben erstmal welches. Ja. Ne, die Controller haben wir schon. So, das heißt, die Schmelze ist da. Wir haben einen Slot. Also, das funktioniert soweit schon mal. Jetzt muss ich da irgendwie irgendwo Blut reinkriegen. Bin mir nicht ganz sicher, wie. Indem ich. Ich brauche nicht viel. Rotten Flesh. Reicht, glaube ich, schon. Immer Rotten Flesh schmelze. Da kommt nämlich Blut zusammen. Das müsste dann reichen. Weil ich glaube, es muss einmal Blut drin sein. Das müsste dann reichen, um dass die Villager, die dann da reinkommen, der zeitliche segnen. Werde ich mal probieren mit den Bentanks.
ob ich da was machen kann, eventuell mit Liquid raus und so. Aber da fehlt ja noch was. Ne? Da fehlt ja noch was. Ich habe nämlich was vergessen. Ich brauche nämlich einen Drain. Deswegen habe ich Drain. Das heißt, ich muss da noch mal was herstellen. Gut, dann würde ich noch sagen, ich nehme das einfach noch schnell mit auf. Das ist ja jetzt nicht so der Hit. Nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr mit. Acht kriegen wir raus, sechs brauche ich, bleiben zwei übrig. Das ist doch nicht so schlecht. Also, jetzt brauchen wir wieder Sand und Dings haben wir, glaube ich, noch genug im Inventar. Nein, du sollst das Ding nicht sortieren, du sollst das Ding herstellen. Machen wir wieder hier schön durch. Wir gehen währenddessen mal kurz hier drüben hin, schmelzen das hier kurz mal durch. Obwohl, ich weiß nicht, wenn ich das Ding wegnehme, lassen wir mal lieber noch da. Also hier kommt dann auf jeden Fall schon mal die Drain hin. Kommt die Drain hin. Das wären 8 Blöcke. Da hätte es also gereicht, was von dem, was ich vorhin gemacht habe. Und das pumpt man dann, glaube ich, wieder hier in die Schmelze zurück. Und dadurch können wir dann diesen Zirkel machen. Oh. Ich brauche aber, glaube ich, nochmal sowas. Denn ich muss es ja auch irgendwo reincasten. Das heißt, ich muss da erstmal noch was bauen. Ah, nee, hier sind noch Sand bestimmt. Du blöder Regen. Das geht eh nur so. So, ich hab den Block noch nicht. Ja. So, jetzt. Du kommst nochmal her. Also, ich brauche einmal The Drain. Und jetzt brauche ich noch ein weiteres. Und ich glaube, dann sollte auch genug übrig bleiben, um da das herzustellen. Aber das brauche ich eventuell auch nicht, weil wenn ich die Liquid hier gleich rausziehe, dann brauche ich es, glaube ich, nicht mal. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Also, das kommt natürlich hier auf unsere Richtung. So, der ist gefüllt. Dann können wir das da reinschmeißen. Dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und dann sollten wir Blut da drin haben. Das machen wir jetzt noch zwei hoch, dass da auch eine Strauß kommt. Da haben wir jetzt Blut drin. Und hier, glaube ich, können wir. Das könnten wir dann, glaube ich, sogar filtern. Wenn wir hier einmal was drin haben, was wir brauchen, dann können wir es filtern. Aber das müssen wir dazu erstmal haben. So. Schmilzt du gerade einen Cobblestone? Nö, gut. Also, das haben wir soweit erstmal aufgebaut. Jetzt müssen wir nur noch kurz hoch. Dort Dinge ersetzen. Enderman raus. Villager rein. Exakte Kopie mal wieder nein. Und ich kann gut reimen. So, das haben wir soweit schon mal. Ich will nur kurz unten nochmal sauber machen. Dass hier die Cobblestones dann hier rumfliegen. Also ich habe schon mal Schaden bekommen, das ist schon mal gut. Das heißt, das funktioniert. Hat jetzt sogar 10. Okay, das passt. Wenn ich Schaden bekomme, bekommen die nämlich auch Schaden. So, das heißt, Spawn an. Da müssen wir erstmal wieder nach oben. Spawn an. Dann wieder hier nach unten.
die Dinger an. Oder das Ding an. Der bekommt Schaden, das ist gut. Da ist schon Liquid Emerald drin. Können wir auch ganz einfach nachgucken hier. So, das wollen wir mal kurz. Ah, hier bekommen wir Goldcoins her. Du extrahierst Always Liquefied Emerald. Jetzt haben wir hier Blut drin. Das ist weniger gut. Das müssen wir kurz wieder zurückführen. Ich hätte doch den Tank dahin besetzen sollen und da der nur rauszieht. Habe ich hier noch irgendwo. Ich habe nicht mal einen Ersatztank oder sowas. Muss ich kurz irgendwo mal Pipes herholen. Weil das müssen wir jetzt ausgleichen. Ist egal, ob ich hier ein bisschen was verschwende. Die Dinger sind eh frei hergestellt. Also du gehst auf jeden Fall schon mal aus, dass du nichts mehr extrahierst. Insert. Achso, einfach geht er doch. Irgendwas ist ein Output, das ist auch Input. Wunderbar. Du kommst hier ran. Da. Control. Dann dreh dich mal. Pull. Okay, das ist schon mal gut. Aber warum haben wir da keine Villager mehr Bock zu spawnen? Weil die müssten ja dann eigentlich verrecken. Wenn da welche drin. Ja, da hat keiner mehr Bock zu spawnen. Und das ist aber. Weil keine Power mehr da ist. Ah. Also, wie ihr seht, das Ding funktioniert. Wir kriegen Liquid Emerald zumindest schon mal zusammen. Können sammeln. Jetzt brauchen wir natürlich noch was. Nee. Casting. Und Forsted brauchen wir, glaube ich, nicht mal, aber ich werde es vorsichtshalber erstmal machen. Ansonsten passt das soweit. Das werden wir noch kurz gucken, wie wir das machen. Und zwar Emerald brauche ich bloß wo reingeben? Ja, Recipe. Gemcast. Okay, das kommt also nicht im Sohnteil. Das heißt, das schmelze ich gleich nochmal ein. Jetzt haben wir eine Schmelze. Und dann werde ich bis zum nächsten Teil das vorbereitet haben, dass wir hier Emeralds farmen. Und das zeige ich euch dann also. Hoffe, dass euch dieser Part wieder gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim was immer ihr gerade macht und sagt ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arsch. Bye, bye.